Hallo und willkommen zum nächsten Teil unserer Blender-Tutorial-Reihe. Ich freue mich riesig, euch eine kleine Aufgabe mitzugeben. Diesmal dürft ihr dieses Objekt, was ich hier gemacht habe, diese Szene, selber nachbauen. Ihr habt alles an Wissen bereits, was ihr benötigt für so eine Szene. Versucht euch einfach dran, schaut euch an, wie diese Modelle aufgebaut sein könnten, aus was sie bestehen. Versucht es ein bisschen. Und wenn ihr nicht weiterkommt, macht das überhaupt nichts, dann einfach nach der Pause, die ich gleich mache, das Video weiterlaufen lassen. Falls ihr es nicht schafft, habe ich den kompletten Aufbau, wie diese Szene gebaut wird, im restlichen Video. Solltet ihr Fragen haben zu irgendetwas, schreibt es gerne in die Kommentare und ich helfe euch. Ansonsten seid nicht so hart mit euch, falls es nicht so klappt, wie ihr es euch vorstellt. Das Ganze ist eine Übungssache. Und auch in diesem Render sind natürlich noch einige Fehler drinnen. Man sieht zum Beispiel, beim Affenkopf ist dieser Schein nicht besonders hübsch. Und hier unten haben wir auch noch einige Kanten, die nicht besonders toll ausgeleuchtet und gerendert sind. Darum geht es doch überhaupt nicht. Es geht darum, dass ihr das Grundwissen für den jetzigen Stand habt, damit wir, wenn wir in dem nächsten Tutorial auf die Modifier kommen, soweit schon mal gerüstet seid und wir irgendwann mal zu einem Charakter kommen, den ihr in Unity importieren könnt und mit ihm herumlaufen. Das ist aber noch in weiter Zukunft. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbauen. Es sind keine besonderen Fähigkeiten erforderlich, die nicht in den vorherigen Tutorials gezeigt sind. Also falls ihr jetzt erst einsteigt, werft einen Blick von Teil 1 bis Teil 11 und ihr werdet definitiv erfolgreich sein. Pausiert jetzt das Video, versucht euch selber daran, diese Szene nachzubauen und wenn ihr soweit seid, drückt einfach nochmal auf Play, um die Lösung zu sehen. Jetzt zeige ich euch, wie ich diese Szene zusammengebaut habe. Ich habe einfach einen Würfel genommen, ihn ein bisschen kleiner gescaled, dann mit Shift-Z, Entschuldigung, ich meine natürlich mit S, Shift-Z, ihn in der Grundform etwas vergrößert, das wird unser Meer. Dann habe ich dort einen Kegel aufgesetzt mit Shift-A, Mesh, Cone, den in der Größe etwas nach oben gezogen. Dann habe ich ihn in den Edit-Modus versetzt. Die untere Fläche genommen, ein wenig nach oben gezogen, ungefähr so, dann extruiert, in die Breite gezogen, dann nochmal extruiert und nochmal in die Breite gezogen. Und dann haben wir auch schon unsere Insel. Dann nochmal extruiert und ein bisschen hierüber gezogen und vielleicht noch so eine kleine Kante nach unten. So, genau, das war's auch schon. Wir gehen wieder in den Objektmodus und ziehen das Ganze so nach unten, dass es leicht in unserem Wasser verschwindet. So ungefähr. Wir haben jetzt noch einen etwas herausstehenden Spitz hier oben. Den können wir uns im Edit-Modus nochmal genauer anschauen. Wir schnappen ihn uns, gehen in die Seitenansicht und ziehen den ein wenig glatter. So. Damit das ganze Ding auch ein bisschen hübscher ist, können wir es Shade Smooth machen. Das bedeutet, dass er die Kanten einfach in der Darstellung etwas glättet. Wenn wir es wieder rückgängig machen wollen, müssen wir einfach auf Shade Flat gehen. Das habe ich im letzten Tutorial leider nicht mehr erwähnt. Spätestens jetzt wisst ihr es. Gut, wir haben nun unsere kleine Insel. Daraus sollten wir jetzt unsere Schatztruhe legen. Die Schatztruhe war einfach nur ein Würfel, den nach oben skaliert, oben gesetzt, kleiner skaliert, dann in der Y-Achse etwas breiter gemacht. Dann in den Edit-Modus. Hier habe ich einen Loop-Cut gemacht, noch einen Loop-Cut und noch einen Loop-Cut und mir den mittleren geschnappt. In den Edge-Select-Modus mit Alt und ein wenig kleiner skaliert. Dann hier noch drei Schnitte in den Edge-Select-Modus, die hier einfach nach oben gezogen und die letzte Kante noch ein kleines Stück. Und schon haben wir eine kleine hübsche Schatztruhe. Da mir aber die Edge Loops hier noch nicht so ganz gefallen, die sind etwas zu niedrig für den Deckel, markiere ich die und mit GZ etwas nach oben ziehen. So sehr viel besser. Dann brauchen wir natürlich noch den Knopf der Truhe. Dafür gehen wir auf dieses Face, insetten es einfach ein Stück
skalieren es in der Y-Achse und extruieren es nach draußen. So. Unsere Schatztruhe ist vollständig. Gehen wieder in den Edit-Modus. Ziehen Sie etwas nach unten. Sie ist uns immer noch etwas zu groß. Ich denke, so kommt das besser. Bewegen Sie ein bisschen hier rüber. Ein bisschen zur Seite, damit es ein bisschen zufälliger wirkt. Vielleicht etwas schräger in den Sand und nach unten damit. So ungefähr. Jetzt haben wir eine verbuddelte Schatzkiste. Nun brauchen wir die Palme. Die Palme ist auch recht einfach gebaut. Wir bauen einfach einen Zylinder. Diesem Zylinder geben wir 12 Vertices. Schnappen wir uns den Zylinder, wir sehen ihn hier jetzt nicht mehr. Also einfach im Outliner anfassen, GZ nach oben. Skalieren ihn einmal komplett. So, ungefähr so. Da wir nun unseren Palmenabschnitt schon mal vor uns haben, können wir ihn eigentlich auch bereits hier zurechtrücken, in die Seitenansicht einen Schnitt setzen. Moment, das war Shift R. Ich wollte eigentlich Steuerung R machen im Edit-Modus. So ungefähr. Hier scalen wir das Ganze auf. Schnappen wir uns unsere Fläche sowie unseren Loop Cut hier, unseren Edge Loop und rotieren den leicht auf die Seite. Jetzt können wir uns einfach mit der Fläche weiter bedienen, mit Extrude, bisschen zur Seite neigen, ein bisschen hier rüber, so, wieder etwas nach oben. Und wieder kleiner skalieren. Bisschen nach unten. Und bauen uns so einfach unsere Palme auf. So. Drehen. Bewegen. Extrudieren. Scalen. Und wieder das gleiche Spiel. Bis wir eine hübsche Palmenform haben. Extrudieren. Und wieder kleiner scalen. Das machen wir jetzt noch ein paar Mal. Ich denke, so reicht es schon. Obwohl, die Palmblätter verdecken einiges. Also werden wir vielleicht noch... Ja, eine noch. Einen, das wird dann die Spitze von dem ganzen Objekt. So ungefähr. Und da machen wir eine lange Extrusion rein. So. Das sieht doch besser aus. Vielleicht hier noch ein bisschen abrunden. So. Das wird unsere Palme. Nein, ich bin noch nicht zufrieden. Seitenansicht und wieder ein bisschen hier zusammenziehen. So. Noch ein Stück vielleicht. So. Ja, das ist besser. Versetzen Sie wieder in den Objektmodus. Wir werden sie noch etwas kleiner skalieren müssen, so dass sie einigermaßen dazu passt. Ungefähr so. Schnappen uns die Palme und setzen sie etwas rotierend in der Z-Achse hier rüber. Genau. So. Ein bisschen Boden brauchst du ja auch zum Wachsen. Und wir kümmern uns schon um unsere Palmenblätter. Die Palmenblätter waren einfache Planes. So, oben. Dann wird das Palmenblatt in der Y-Achse skaliert. Edit-Modus. 4 Loop-Cuts. Ein Loop-Cut. In den Vertex-Select-Mode. Fügen wir die so zusammen. Wieder so nach innen.
vorgestellt. Wenn uns der Platz ausgeht, können wir entweder nochmal Loopcuts machen oder wir extruieren die ganze Geschichte einfach. Skalieren sie wieder nach innen. Extruieren. Aufscalen. Und nochmal zurück. Spätestens jetzt sollte das Ding lang genug sein. Den können wir noch ein bisschen nach innen ziehen. Und den letzten Vertex hier etwas anglätten. Dann schnappen wir uns die Vertexes von ganz nach hinten bis nach vorne und heben sie einfach etwas an. So. Wir können hier in die Details noch ein bisschen was einarbeiten. Dieses Palmblatt etwas neigen. So. Genau. Ungefähr so. Dann gehen wir in den X-Ray-Mode, ziehen das hier noch etwas nach oben. Machen hier so ein bisschen Unstimmigkeiten rein, so ein bisschen Abwechslung. So. Und hier einen festeren Stamm. So. Ich denke, das wäre so ganz in Ordnung. Aber die Biegung ist mir noch nicht stark genug. Also rotiere ich hier einfach und ziehe nach unten. An der Seite auch. Rotieren und nach unten ziehen. Auch noch eine kleine Rotation reinbauen und nach unten damit. So. Das sieht schon etwas besser aus. Vielleicht hier noch ein bisschen nach hinten. Sieht ein bisschen sehr zackig aus. So. In den Edit-Modus rein damit. Mal gucken, wie das von der Seite der Palme ist. Die ist etwas groß, unser Palmblatt. Ich denke, so sieht es schon etwas besser aus. Gehen in der Z-Achse nach unten. Unseren X-Ray können wir ausmachen. Mir gefällt aktuell noch nicht, dass der Abstand hier noch zu groß ist. Den können wir einfach beide markieren und etwas zusammenscalen. Zum Beispiel so. Wieder in den Edit-Modus. Und an unsere Palme ransetzen. Wenn ihr übrigens ein Objekt so weit rausgezoomt habt, dass ihr nur ganz langsam hier reinkommt. Also ich kann das jetzt gerade nicht nachstellen, aber solltet ihr nur ganz langsam reinzoomen können und es wirklich unfassbar aufwendig sein, bis zum Objekt zu kommen, dann verwendet einfach die Selection von im Object Mode und drückt die Komma-Taste auf dem Numpad und er zentriert euch und danach habt ihr wieder den perfekten Zoom-Abstand und könnt wieder schneller reinzoomen. Jetzt machen wir nichts anderes, außer dieses Objekt zu kopieren, zu rotieren und wieder hinzusetzen. Kopieren, rotieren, hinsetzen, alle drei markieren, mit Shift-D duplizieren, einmal drehen, hier hinsetzen und nach Möglichkeit diese Palme so ausrichten, also mit euren Palmblättern, dass es nicht so einen komischen Überstand hier gibt. Der sieht etwas seltsam aus. Das heißt, wir neigen das Ganze und fügen es ein bisschen besser hier hin. Ungefähr so. Das ist völlig ausreichend. Jetzt brauchen wir noch unseren kleinen Schrein, in dem unser Affenkopf sitzt. Den bauen wir einfach ebenfalls aus einem Würfel. Ziehen den Würfel etwas nach oben. Ah, das war eine Plane. Mein Fehler. Skalieren ihn ebenfalls etwas kleiner. Ungefähr so. Setzen ihn schon mal ein wenig in den Sand. Skalieren ihn ohne der Z-Achse, eben mit Shift-Z. Ein bisschen hier rüber, ein bisschen nach unten. Ungefähr so. Vielleicht sogar noch etwas runter. Der Sand darf ruhig diese Oberfläche etwas bedecken. Das macht uns überhaupt nichts. Wir nehmen den Face Select Mode. Insetten das Ganze. Extrudieren es. Insetten es nochmal. Und extrudieren es. Dann können wir
dem Ganzen nochmal einen kleinen Inset geben und es nach oben ziehen, damit wir eine hübsche Kante haben. Und unsere Flächen insetten wir ebenfalls. Wenn ihr jetzt hier merkt, dass der Abstand rechts und oben und unten völlig unterschiedlich ist von eurem Inset und der nicht quadratisch ist, dann liegt es daran, dass ihr vorher die Scale von eurem Objekt anwenden müsst. Also mit Shift A Scale. Inset. Extrude. Auf der anderen Seite auch. Inset. Extrude. Wenn ihr sicher gehen wollt, dass sich die zwei nicht berühren, einfach in die X-Ray-Ansicht gehen und schon seht ihr es. Ihr könnt die übrigens jetzt auch mit S nochmal kleiner skalieren, dass die so ein bisschen nach innen gehen. Ich in meinem Fall wollte einfach nur den Abstand möglichst gering machen zwischen den beiden Wänden. Ungefähr so. Und dann setzen wir auch schon einen kleinen Affenkopf hinein. Damit haben wir ein schönes Render-Ergebnis mit viel Kanten für den Schattenwurf. Also schaffen wir uns jetzt einen Affenkopf. Etwas kleiner skalieren, nach oben, etwas nach vorne. Und ein wenig ausrichten. Dazu gehen wir wieder in den... Sollen wir in den Modus rein oder nicht? Warum nicht? Gehen wieder in den X-Ray-Modus, richten ihn hier etwas aus und in der Seitenansicht ebenfalls, so dass er hier schön steht. Duplizieren das Ganze mit RZ180, können wir ihn einfach um die eigene Achse drehen und setzen ihn hier rüber. Was mir noch nicht gefällt, ist der... Moment. Was mir noch nicht gefällt, ist, dass die Faces hier zu weit unter dem Affenkopf sind. Die möchte ich ein bisschen höher haben. So, damit er auch schön drauf liegt. Und damit hätten wir das auch schon abgeschlossen. Da wir richtiges Texturieren noch nicht können, handelt es sich eher um Materialien zuweisen. Und genau das machen wir. Wir gehen in den Materialmodus, hier unten in die Material Properties, und erschaffen ein neues Material. Dieses Material nennen wir natürlich Sand. Sandburg. Mir fiel einfach kein besserer Name dafür ein. Gehen in die Material Preview, damit wir auch sehen, was wir hier eigentlich anstellen. Ungefähr so. Den Affenkopf machen wir in unserer wunderschönen Farbe Jade. Moment, ich bin hier auf Preview gekommen statt Surface. Wir nehmen uns einen schönen Jade-Ton, ungefähr so, setzen den Glanz natürlich höher, mit der Roughness. Und das wenden wir natürlich auch hier an, damit wir möglichst viel aus unserem bestehenden Wissen, das wir uns angeeignet haben, auch anwenden können in unserem Beispiel. Dann eine Sandfarbe, vielleicht noch ein bisschen gelber, ungefähr so, noch nicht ganz, ein bisschen ins Bräunliche rein, so, das ist schöner Sand. Dann haben wir hier eine Palme, das nennen wir Stamm, braun ist hier unten bei den Orangetönen und dann einfach dunkler machen. Und unsere Palmenblätter, damit wir die nicht alle einzeln mit dem Material ausweisen müssen, können wir die einfach joinen mit Rechtsklick. Verzeihung, join. Blätter. Und ein schönes Palmengrün. Unsere Kiste kriegt den gleichen Farbton wie unser Stamm. Falls ihr einen Farbton duplizieren möchtet, könnt ihr das hier bei der New Material, Add a New Material Spalte machen. Damit habt ihr eine Kopie davon, die können wir umbenennen in Truhe. Wieder was gelernt und dann den Farbton noch etwas anpassen. Unser Meer
hat schon das Base Material unseres Würfels. Das wird umbenannt und wir geben ihm eine schöne tropische Farbe. Nun sollten wir unsere Kamera suchen. Hier ist sie. Und die schon mal grob ausrichten. Das sieht gar nicht schlecht aus. Mit G können wir die Kamera noch ein bisschen nach oben heben. Das wäre in Ordnung. Dann können wir wieder in die perspektivische Ansicht wechseln und unsere Pyramide noch etwas drehen, denn ich finde, dass sie aus der Sicht der Kamera noch nicht so optimal wirkt. Das sieht ein bisschen besser aus. So, unser Palmenblatt verdeckt hier noch etwas vom Stamm. Also nehmen wir das Objekt und rotieren es noch ein wenig. Aktuell ist unser Origin leider irgendwo völlig falsch, also sagen wir Set Origin to Geometry und die Rotation gelingt uns ein klein wenig besser. Noch ein kleines Stück in die Richtung und perfekt. Wir sehen mehr von unserer Palme. Ich bin noch nicht ganz zufrieden, ich möchte die noch etwas hier rüberziehen, unsere Palme. Das sieht besser aus, noch ein bisschen nach innen. Kleines Stück in der Größe, etwas aufrichten, hin damit. Das ist die Arbeit, die eigentlich am meisten Spaß macht, nämlich die Szene dann einrichten. Man hat seine ganzen Materialien schon zur Hand und muss gar nicht mehr viel machen, außer nur noch Dinge von links nach rechts zu schubsen. Gut, so gefällt mir meine Palme sehr gut. Mir gefällt, wie der Affenkopf hier ist. Dann brauchen wir nur noch unsere Lichtquellen und können loslegen. Was ich bisher noch nicht erwähnt habe, was aber auch nicht tragisch ist. Spätestens jetzt wisst ihr es, das werde ich noch oft sagen. Ihr könnt eure Lichtquellen so oft kopieren, wie ihr möchtet. Damit ihr eine schön ausgeleuchtete Szene habt. Und noch ein kleiner Hinweis. Ihr könnt eure Szene natürlich auch noch einfärben, indem ihr dem Licht eine Farbe gebt. Vielleicht habt ihr das schon gesehen, hier rechts gibt es eine Farbe und eine Wattanzeige. Die Wattanzeige gibt an, wie stark euer Licht leuchtet und die Farbe ist einfach die Grundfarbe von eurem Licht. Wir können hier die Farbe zum Beispiel in ein leichtes Abendrot abändern, um dem Ganzen noch etwas Charme zu geben. Beleuchtung ist extrem wichtig später, wenn ihr eure eigenen Render anlegt. Das ändert einfach die komplette Stimmung von eurem Bild. Wenn wir in die Rendered View gehen, seht ihr schon, dass das Ganze einen ziemlichen Effekt hat. Mir ist allerdings das Licht etwas zu grell. Wir werden hier noch die Wattzahl auf 500 reduzieren. Das reicht völlig aus. Denn zu stark ausgeleuchtet nimmt dem Ganzen natürlich auch komplett seine Schatten. Und wir arbeiten ja hauptsächlich mit Schatten. Das ist sehr wichtig. Also, unsere schöne Insel sieht soweit gar nicht schlecht aus. Ich denke, wir versuchen es schon mal zu rendern und sehen uns an, wie gut das Ganze aussieht in Cyclist. Leider, sobald ich den Renderer starte, wird er die ganze Leistung des PCs in Anspruch nehmen und von daher meine Videoaufzeichnungssoftware unterbrechen. Von daher nicht wundern, wenn ihr nicht alles von dem Aufbau des Bildes seht. Ich würde sagen, wir machen wieder ein Cycles-Bild, weil es einfach die schönste Darstellungsform bisher hatte. Dazu müssen wir hier von Eevee auf Cycles wechseln. Das sieht schon gar nicht schlecht aus. Natürlich sind wir jetzt zwar sehr weit, aber noch nicht ganz fertig, denn wir müssen nach der Arbeit aufräumen. Das funktioniert natürlich auch nur mit Dingen, die wir bereits kennen. Allerdings werden wir heute eine neue Kollektion anlegen über Collection New. Und diese neue Kollektion nennen wir Beleuchtung. Unsere Lichter, die wir hier sehen, 1 bis 4, ziehen wir einfach per Drag and Drop in die Beleuchtung rein und können sie dann zuklappen. Unsere Kamera können wir so lassen, wo sie ist. Dann müssen wir nur noch umbenennen, dass wir einmal unser Sand, wir sollten wieder in unseren Modus gehen für die Material Preview, damit unser Render nicht allzu viel Arbeit hat. Dann gehen wir hier auf die Plane, das sind die
Blätter. Das ist unser Schrein. Das ist unser Meer. Das ist unsere Truhe. Und das hier ist unser Stamm. Suzanne ist natürlich zweimal vorhanden. Ich würde vorschlagen, dass ihr die zwei einfach joint, damit es etwas übersichtlicher ist und wir sie gar nicht getrennt benötigen. Dazu müsst ihr natürlich die Lampe vorher abwählen, denn eine Lampe und ein Objekt lassen sich nicht zusammen joinen. Jetzt haben wir Truhe, Suzanne, Stamm, Schrein, Sand, Meer, die Kamera und unsere Blätter. Das Ganze ist schon ein wenig ordentlicher nun im Outliner und ich denke, wir können starten mit dem nächsten Tutorial.